ein, muss man sagen, Hammerurteil, das da heute gefällt wurde. Vor kurzem wurden sie jetzt zu einer teilbedingten Strafe von 24 Monaten verurteilt, beziehungsweise das Urteil wurde eigentlich sogar um 6 Monate reduziert. Ursprünglich waren es 30 Monate. Ist ein schwacher Trost für sie, weil 4 Monate bei diesem teilbedingten Urlaub-Urteil eine unbedingte Haftstrafe sind und es gibt ein Fußfesselverbot. Das heißt, sie müssen 4 Monate ins Gefängnis. Die erste Frage einmal, wie geht es Ihnen nach diesem Urteil? Wie haben Sie es aufgefasst? Ja, es ist ja vor ganz kurzem erst passiert. Naja, mir geht es schlecht natürlich. Mir geht es, wie es in den ganzen 7 Jahren, und so lange hat dieses Verfahren gedauert, einem gehen kann, der unter permanenten Druck steht, verfolgt wird auch von den Behörden und eines überhaupt nicht fassen kann. Und das, ich kann es bisher noch immer nicht glauben, dass es in dieser Republik tatsächlich möglich ist, dass ein unabhängiger Richtersenat vor 3 Jahren in derselben Sache, in derselben Causa, mit denselben Zeugen, mit demselben Sachverhalt einen glasklaren Freispruch spricht, ja sogar eine römische 1 ausstellt in der Begründung und sagt, die Förderung ist richtig verwendet worden, es gibt keinen Schaden, es gibt niemanden, der getäuscht worden ist. Es hat sich auch niemand bereichert, schon gar nicht der Peter Westenthal. Ich habe nichts eingesteckt, ich habe mich nicht bereichert, das ist ja unbestritten. Und einen Freispruch fällt und 3 Jahre später, wie auf einer schiefen Ebene, plötzlich ein Urteil daherkommt einer anderen Richterin, die wir ja kennen, die jetzt den Grasser-Prozess leitet. Da wünsche ich auch dem Herrn Grasser und allen schon alles Gute. Und das Urteil umdreht in einem Ausmaß, das ja nicht nachvollziehbar ist, nämlich von Freispruch zu einer Gefängnisstrafe. Ich glaube, das hat es in dieser Republik überhaupt noch nie gegeben, wenn man weiß, dass überhaupt nur 4% aller Freisprüche aufgehoben werden. 4%, muss man sich vorstellen. Da kann was nicht stimmen. Das ist ein krasses Fehlurteil, das hier gefällt worden ist. Auch das Verbot der Fußfessel, Herr Fellner, stellen Sie sich vor, Fußfesseln werden dann verboten, wenn jemand aus dem Verkehr gezogen werden muss, weil man die Sorge hat, der könnte in diesen paar Monaten wieder straffällig werden. Jetzt läuft das Verfahren 7 Jahre und ich bin überhaupt nicht straffällig geworden und habe es auch nicht vor. Und ich kriege trotzdem ein Fußfesselverbot. Das kriegen normalerweise nur Schwerstverbrecher. Die Republik hat ja im Nationalrat das beschlossen, das Gesetz, dass unter einem Jahr unbedingt die Fußfessel anzuwenden ist, das hat ja alles einen Sinn. Das heißt, das ist ein krasses Fehlurteil und eigentlich wäre es nur fair, ich kann ja jetzt nichts fordern mehr, ich bin ja da nicht in der Politik, wäre ich Justizminister oder wäre ich verantwortlich für die Justiz in Österreich, dann würde ich dieses Verfahren, diese 7 Jahre vom absoluten Freispruch zu einer absoluten Gefängnisstrafe einer Kontrolle unterziehen, denn da kann irgendetwas nicht stimmen. Da kann irgendwas nicht stimmen, es kann mir niemand erklären, dass in 3 Jahren zwischen einem Freispruch und einem Gefängnisurteil etwas passiert ist, das wir alle nicht nachvollziehen können. Es gab, wie gesagt, wenn es einen neuen Sachverhalt gegeben hätte, wenn es einen neuen Zeugen gegeben hätte, wenn es ein neues Dokument gegeben hätte, ja dann Hände hoch, okay. Aber das war nicht der Fall. Es hat sich vom Freispruch bis zur Verurteilung überhaupt nichts geändert, außer die Richterin interessanterweise, die hat sich verändert. Und die hat dieses Urteil auch gesprochen. Ich darf an eine Episode erinnern. Es ist ja nach dem Verfahren ein Schöffe zu mir gekommen, aus dem Schöffensenat, und hat sich bei mir für das Urteil entschuldigt, vor Zeugen. Also das war nicht mehr anders möglich. Die Richterin wollte das unbedingt. Also es schwimmt hier etwas ganz Fahles mit. Das muss überprüft werden. Und ich hoffe, dass etwa der Generalsekretär im Justizministerium oder der Justizminister selber sich der Sache annimmt. Das heißt, Sie planen sozusagen ein Buch, wo Sie einerseits dieses Verfahren und auch andere Dinge, Ihr politisches Wirken, nicht meine Biografie, das interessiert keinen Menschen. Ich bin schon so, die Jungen kennen mich gar nicht mehr. Die fragen immer, wer ist der Peter Westenthal? Biografie, das ist also für Menschen, die knapp vom Tod sind. Das bin ich noch nicht, hoffentlich. Obwohl ich heute nahezu ausgelöscht worden bin, nein. Aber ich habe noch so viel in meinem Schrank, noch so viele Hinweise, Dokumente, auch Notizen zu diesem Verfahren, die Öffentlichkeit noch gar nicht erblickt haben. Und das zusammengesetzt und verbunden mit dem jetzigen Skandalurteil könnte eine gute Mischung sein für ein Enthüllungsbuch, das ich versuchen werde zu schreiben. Okay, das heißt, sozusagen in diesen 4 Monaten werden Sie die Zeit dafür nützen und dann mit voller Kraft. Da hat man ja, wie man hört, ich weiß ja das nicht, aber diese zweifelhaften Genuss noch nicht gehabt in meinem Leben, aber angeblich hat man da relativ viel Zeit. Ja. Okay. Abschließend jetzt noch 250.000 Euro, haben Sie gesagt, kostet Sie dieses Verfahren. Wie finanzieren Sie das? Wissen Sie wem?
Nein. Ich weiß es nicht. Wie ist das noch völlig schleierhaft? Es kommen jetzt laufend Rechnungen herein. Wir haben jetzt einmal eine erste Bilanz gemacht. Das sind also Gerichtskosten, das sind Gutachterkosten, das sind Anwaltskosten etc. pp., die bezahlt werden wollen. Ich kann mir das nicht leisten. Vielleicht steht da am Ende auch irgendwann einmal der Privatkonkurs, der auf mich zukommt, wie bei anderen, die das auch durchlebt haben. Ja, aber es gibt ja viele und einige, wie wir heute gelernt haben und auch in der Vergangenheit, die am Ufer sitzen und gern den Peter Westenthal im Fluss vorbeischwimmen sehen wollen, und das ist ihnen heute gelungen. Chapeau.